Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Robinson the Journey, da muss ich kurz nachdenken. Und heute gehen wir den bedrohlichen Weg, den wir gesehen haben. Der scheint anscheinend nicht so bedrohlich zu sein, wie wir dachten. Von daher, schauen wir mal. Wir sind noch ein bisschen schwummrig hier beim Drehen, aber das wird sich ergeben. Es ist halt fürs Video, es ist auch viel besser, wenn es smooth ist. Ne? Smoothigkeit rules. Und wir schauen uns hier erstmal ein bisschen um. Dazu ist das Spiel da. Man schaut sich bei diesem Spiel halt um. Es ist nicht einfach dazu da, um durchzurennen, sondern um es zu genießen. Und deswegen genießen wir es einfach zusammen. Okay. Du wirst langsam ein echter Naturforscher. Vor allem werde ich langsam geisteskrank. Ich meine, hier ist ein riesiges Skelett, aber ich noch weiß drauf. Wir laufen einfach hier lang. Und ich glaube, das war's auch. Mehr gibt's hier nicht, ne? Nur dieses riesige Skelett. Ach, verdammt, da geht's weiter. Hochklettern können wir da auch noch. Bearbeitung läuft. Ich weiß, dort gibt es nur Pflanzenfresser, Robin. Aber sie haben große Füße und sind nicht besonders wählerisch. Pflanzenfresser ziehen auch Räuber an. Und du willst doch keine Zwischenmahlzeit werden, oder? Nein. Bitte bleiben Sie stehen. Datenumwandlung. Ja. Jesus. Geil. Verpiss dich. So, wir haben ihn. Dafür sind wir hochgekommen. Für den einen Maulwurf. Okay. Wow. Gut, das war jetzt ein bisschen schwummrig in meinem Kopf. Muss ich zugeben. Gescannt und hinzu. Gibt wahrscheinlich mehrere Wege dahin. Du wirst langsam ein echter Naturforscher. Weil plötzlich sind wir hier wieder in der Höhle. Wird bearbeitet. Es ist nicht gerade weise, deiner Freundin einfach überall hin zu folgen. Ist ja nicht so, als würde sie Higgs-Einheiten aufspüren. Oder doch? Hey Mädchen, nicht so schnell. Ist vielleicht ihre Mama da? Holy shit. Großartig. Gute Dankeschön, Mann. Du Scheißviech. Holy shit. Wieso muss es ständig... Oh fuck. Mädchen, hierher. Ich glaube, das hat nicht geholfen, hier Futter zuzuwerfen. Ich bin nicht der Einzige, den dein Haustier nervös macht. Diese Herde Langhälse grast ganz friedlich. Es wäre eine gute Idee, das Gebiet zu erkunden, bevor etwas Schlimmeres als dein Haustier auftaucht. Ja, ich muss es erstmal scannen, Dude. Und es läuft weg. Ach. Ich glaube, ich kann es vergessen. Der ist zu weit weg schon. Ja, der ist schon zu weit weg. Er bleibt stehen, er bleibt stehen. Halt dich bloß davon fern, es sei denn, du möchtest aussterben. Ach, leck... Lecco mio, Alter, lecco mio. Ach komm, das ist doch nicht dein Ernst. Ich dreh durch, aber die Suppe sieht cool aus. Die Suppe sieht eindeutig cool aus. Oh Gott.
Drecksviech, ich hasse dich. Scan erfolgreich. Ach, Langhals. Halleluja. Die Suppe sieht echt gut aus. Haben die gut gemacht. Hier, mein Kleiner. Ach, ich war hier schon öfters. Du kannst nicht wie die Langhälse durch den Teerstrom warten. Deshalb musst du einen anderen Weg finden, von Insel zu kommen. Stecken bleiben wäre tödlich. Springen kann ich offensichtlich nicht. Es ist zu weit zum Springen. Du brauchst etwas, um den Spalt zu überqueren. Ja, was nehmen wir denn da? Kann ich hier lang klettern? Nein. Aha. So, dann wären wir schon mal hier. Kann ich euch scannen? Guckt euch das an, der steht einfach mitten in der Suppe. Unterspringen kann ich da auch nicht. Ist hier irgendein Metallstück oder so? Ich glaube, die Trümmer halten ihn fest. So, die Trümmer nehmen wir mal mit. Werden wir jetzt hier positionieren, damit wir rüberlaufen können. Ich hoffe, es funktioniert. Nee, ich nehme jetzt das Ding. Tschüss. Gut gemacht. Das sollte stabil genug für eine Brücke sein. Besser du gehst darüber, anstatt zu schwimmen. Du wirst es auch nicht, wenn ich da reingehe. Ich kann auf ihm reiten. Was soll denn der Scheiß? Da hinten ist irgendwas. Seht ihr das? Ich habe das Gefühl, da müssen wir hin. Was bist denn du? Das ist ein Baseball. Du wirst langsam ein echter Naturforscher. Was macht ein Baseball hier? Irgendwann muss ich auch irgendwie noch kommen. Das ist ja mal... Das ist ein Abenteuer. Wo bin ich gerade? Okay. Alles gut. Ey, du Drecksding da hinten. Du bist Kacke. Das hat ihn wirklich gestört. Stirb! Warum muss nur ein Arsch sein? Okay, das sieht aus wie eine Brücke. Könnten wir gut gebrauchen. So, worüber? Darüber könnten wir, ne? Problem ist einfach nur, dass ich das andere Stück weggeworfen habe. Was behilflich hätte sein können. Nein, 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 nein! Nein! Du kannst nicht wie die Langhälse durch den Teerstrom warten. Deshalb musst du einen anderen Weg finden, von Insel zu kommen. Stecken bleiben wäre tödlich. Das war jetzt nicht meine Absicht. Aber somit haben wir wenigstens so unser scheiß Ding wieder, ne? Trümmer halten ihn fest. Stimmt, da können wir auch hingehen. Da könnten wir auch hingehen. Werden wir das auf jeden Fall noch tun. Hallo Frosch. Gut gemacht.
Das sollte stabil genug für eine Brücke sein. Besser du gehst darüber, anstatt zu schwimmen. Ja, ja, ist ja gut. Jetzt dreh mal nicht am Rad, ich weiß, was zu tun ist. Okay, wir haben jetzt diese eine Brücke, die wir da runterholen können. War da oben eigentlich irgendwas Wichtiges? Weiß ich gar nicht. Wir können kurz hochgucken. Die war da ja nicht. Der Baseball ist weg. Hahaha, ha, ha, der Schrott liegt wieder da hinten. Wieso bin ich gestorben? Weil ich. Achso, ich bin in die Grütze gefallen, ne? Ja. Okay, mein Zeug ist wieder drüben, aber der Speicherstand hat sich natürlich ganz normal geladen. Ist klar. Ist klar. Verarschen kann ich mich alleine spielen. Herzlichen Dank auch. So, das Ding ist auf jeden Fall unten. Gucken wir uns, dass wir irgendwie so eine Art Brücke bauen können. Das wäre schon echt knurke. Wir müssen einen Weg hier rüber finden. Sieht ein bisschen aus wie ein Penis. Aber das funktioniert. Warum habe ich den Müll nach ihm geworfen? Verdammt. Hör mich natürlich jetzt nicht mehr an, ne? Ach. Komm an. Wunderschön. Okay, wir gucken gleich mal, wofür wir dich gebrauchen können. Oh Gott! Mach das nochmal. War so lustig. Arsch. Ah, da ist nochmal so eine Brücke, ne? Wir können tatsächlich darüber. Mit der Brücke. Insofern wir es nicht nochmal verkacken. Gut, 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 gut. Direkt mal verkackt, weißt du? Es ist wirklich der Ernst, wie. Wie soll ich denn dazwischen kommen? Gescannt und hinzugefügt. Heilige Scheiße. Ein Diplomosaurus. Muss ein Wissenschaftler gewesen sein. Ja, mein Großer. Ich taufe dich auf den Namen Peniskopf. Genau so siehst du nämlich aus. Hä? Hab ich was verpasst? Gut? Hä? Keine Ahnung, ich geh mal rüber. Die Frage ist, komme ich darüber? Robin, nein! Hass! Bin schon wieder hier. Warum und alles in der Welt bin ich hier? Tschüss, du Drecksviech. Ach ne, ich bin hier, achso. Ah, mein Müll ist wieder da. Okay, wir werden nie wieder zurückkommen. Wird das irgendwie drehen oder so? Ohne Worte. Ohne Worte. Scheiß Penisköpfe. Alles eure Schuld.
kommen. Ja, ich habe eine ordentliche Brücke. Fängt der Spaß wieder an. Oh. Das füge ich sofort hinzu. Der Diplomosaurus. Wenn der ist einsatzweise einfach, es ist einfach nur sehr viel. Aber wenn wir hier verkacken, dann wird es einfach nur resettet. Also nicht so schlimm. Problem ist nur, dass irgendwo ein Punkt ist, den ich nicht erreichen kann. Den anderen Scheiß konnte ich doch auch drehen. Oh oh. Verdammt, da war gerade eine Schlange, ich wollte die haben und jetzt ist mein Müll weg. Großartig. Ja, da gibt es sowieso nichts mehr zu sehen. Ganz ehrlich, bevor ich jetzt nochmal runterfalle, nee, kein Bock drauf. Ich will die Schlange haben. Die ist cool. Komm zurück. Da komme ich dich an nach. Nein. Kann ich das sowieso nicht an? Ich meine, was soll denn der Scheiß? Okay, wir machen den auf jeden Fall zur Hälfte. Vielleicht sehen wir sein Hinterteil irgendwann noch. Warum? So eine Scheiße. Ich krieg hier einen Hassanfall. Ihr scheiß Penisköpfe. Scan erfolgreich. Aha. Aber den letzten von ihm habe ich wenigstens gefunden. Ein Teerwurm. Ah. Ja, das wäre eine Schlange. Okay, sein Hinterteil müssen wir erst noch entdecken. ETF, verzieh dich. Ah, den kann ich nicht scannen. Da fehlt uns noch das Hinterteil. Gut, verziehen wir uns hier, bevor es kein Zurück mehr gibt. Das ist echt anstrengend, Leute. Ich bin doch kein Wissenschaftler wie der Strolch, den wir gerade eingescannt haben. Der Diplomosaurus. Diplomosaurus, ey, das ist auch ein Name. Ich weiß, dass er so eigentlich nicht heißt, aber ich habe ihm die Namen gegeben. Und ich finde die cool. Ah. Überall diese Kabel, ne? Vorsicht, man weiß nie, wann er sich aufrichtet. Diese Langhälse sind etwas schreckhaft. Wir brauchen noch Trümmer für eine weitere Brücke. Habe ich aber nicht. Ich habe die anderen Trümmer weggeworfen. Aus Versehen. Ich glaube, mein Kleiner hat mich hinten gerade gestopft. Sieht genug aus, aber der Kerl hier blockiert es. Er muss da weg. Komm, bitte nicht. Nicht sein Peniskopf. Nein! Warum? Ich hasse euch. Okay, pass auf. Wir können hier offensichtlich raufklettern.
Dann tun wir dies auch. Am besten ohne runterzufallen. Na, liebe Kröte. Wird bearbeitet. So, und seinen Schwanz komme ich immer noch nicht ran. Da haben wir Trümmer, die ich mitnehmen kann. Na, Mr. Langhals. Ne, Penis Langhals. Sorry, Peniskopf Langhals. Mr. Penis von Langhals. Bleiben Sie stehen. Weißt du, das Unfaire ist, er bewegt sich ja auch noch. Er bewegt sich einfach noch. Wie soll man da alles erreichen? Oh Gott, das ist ein Stress. Bearbeitung läuft. So. Verjagt das Viech bitte. Bitte spring da nicht rein. Schneller. Brüll. Hat aufgegeben. Gut. Ich muss zugeben, dass es uns geholfen hat. Heilige Mutter. Ah, ich dachte, er würde weggehen und wir könnten hinüber. Du denkst doch nicht etwa darüber nach, unter dem Langhals durchzugehen? Könnt ihr auch runterspringen. Darauf und dann dahin. Dann wäre ich auch drüben. Wollen wir es riskieren? Ich riskiere es. Ich werde es dem zeigen. Es gibt immer alternative Wege. Wir hätten hier hochklettern können, lol. Siehst du, und dann sind wir drüben. Easy. Besser als sich platt drücken zu lassen. Aber einfach nur vollständigkeitshalber. Yay. Sag deinem Haustier, es soll den Langhals anknochen. Das könnte klappen. Sind wir doch schon längst drüber hinaus, mein Freund. Es kennt schon den nächsten ein. Hey, wo ist der Rote hin? Da war doch gerade noch der Rote, jetzt ist er wieder da. Nein! Geh mir aus dem Bild. Ich glaube, ich kann dir helfen. Lass mich dir doch dabei helfen. BTF? Verstehe ich! Hi. Wie krass. Ich weiß nicht, was er mir helfen will. Aber es ist mir auch egal. Anscheinend steht da klein nicht drauf. Ich dachte, du willst mir helfen dabei, den Typen hier zu scannen. Konzentration pur. Hier ist zum Glück nichts Rotes. Du machst mich fertig. Digga, du machst mich. Oh, ich habe seinen Peniskopf gar nicht genommen, ne? Den hätte ich zuerst machen sollen. Peniskopf. Gut gemacht. Ja. Gott sei Dank. So. Kann ich das Ding aufheben? Ich glaube schon, ne? Ist zu schwer.
Ah, hier noch irgendwo Müll? Ansonsten muss ich komplett zurückgehen. Auch ein bisschen optimal. Ich glaube, da wäre auch der Schwanz im Weg, oder? Kannst du den mal bitte anbrüllen? Laika, brüll! Laika? Ach, da ist Schrott. Ich weiß zwar nicht, wo Laika hin ist, aber naja. Laika. Brüll! Laika? Oh yeah. Ich hab dir ein bisschen Essen in. Ach so, das Ding ist wieder da. In den Dreck geworfen. Los, brüll! Hat das gewirkt? Hier, Robin. Ja, da hat er sich nicht für interessiert. Kann ich verstehen. Wie soll ich denn das denn? Wie soll ich denn das scheiß Ding drehen? Ganz ehrlich. Drehen, bewegen. Ah. Objekt bewegen. Ah. Julio. Ja, und jetzt? Hallo, Robin. Indem wir nämlich L2 drücken, können wir das Ding bewegen. Wird mir sehr, sehr helfen. Ich habe keine Energie mehr. Ja, dann lade dich halt auf. So, dann gucke ich mal, wie lange die Folge schon geht. Achso. Okay, weiß ich Bescheid. Freunde, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Und dann habe ich das Ding schon aufgebaut. Haut rein, euer Zero. Tschüss.